Hi mal wieder, heute bei BikenTV ein Video zur Fahrtechnik. Tipps, es ist quasi eine Einführung in das Thema, die Fußraustechnik. Also in Kurven den inneren Fuß rausnehmen. Das kennt ihr auch, foot out, flat out, sagt man auf Englisch. Und das macht zum Beispiel Sam Hill sehr gerne oder Chris Kovarik, so richtige Race-Legenden. Weil es für Racer noch ein relevanteres Thema ist, werde ich dazu mit einem sehr guten Racer mal ein aufbauendes Video machen, aber auch für uns normale Biker ist es ein wichtiges Thema und ich möchte mit euch ein paar Aspekte durchgehen, wann das hilfreich ist und wann es vielleicht sogar gar nicht hilfreich ist, sondern eher kontraproduktiv. Also, den Fuß rausnehmen, wenn das Rad ausbricht. Das heißt, eine Funktion dieser Technik ist es, dass man quasi eine Art Sicherheitspolster hat. Man sieht, die Kurve hat keine Traktion, man kennt die vielleicht schon. Und man weiß, das Rad wird ein bisschen ausbrechen. Und man kann mit dem inneren Fuß dann einen Sturz verhindern, den man dann so auftippt, vielleicht auch mehrfach, und damit eine Stabilisation bringt, dass man nicht umfällt. Also das ist auf jeden Fall eine hilfreiche Sache von dieser Technik. Und das hilft einem natürlich auch, wenn man aggressiver und schneller fahren will. Gerade für Leute, die gesagt auf ihren Hometrails oder bei Rennen noch mehr Tempo geben wollen, ist diese Technik auf jeden Fall hilfreich. Und ihr werdet merken, je mehr Erfahrung ihr habt, desto intuitiver kommt die. Man denkt dann gar nicht mehr so groß darüber nach, so, oh, warte mal, da könnte ich das jetzt machen. Sondern automatisch, man merkt, das Rad fängt an zu rutschen, der Fuß geht raus. Jetzt kommt aber ein Aspekt, wo ihr vielleicht wisst aus Videos oder so, manche machen das auch ein bisschen so als Poser-Ding. Dass sie wissen, okay, wenn ich den Fuß rausnehme, vielleicht die Hüfte noch ein bisschen nach vorne nehme, kann ich richtig schön lang mit dem Hinterrad driften. Also wenn ihr im Bikepark seid und ihr habt eine Gaudi, vielleicht wird die Streckenpfleger nicht so freuen, aber bitte macht es nicht auf natürlichen Trails. Jetzt bei Schnee, also ich bin hier beim Snowbike Festival in Gstaad in der Schweiz und da kann man natürlich auf Schnee, ohne irgendwas kaputt zu machen, sehr viel driften, sich mal richtig wie Sam Hill fühlen. Aber ihr wisst, nutzt das sonst ökonomisch und achtet darauf, dass ihr nicht irgendwelche Schäden im Wald anrichtet. Ich fahre jetzt auf der leicht vereisten Straße, um das ein bisschen zu provozieren, dass ich hier anfange zu rutschen und den Fuß rausnehmen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner persönlichen Bike-Biografie ist es so, ich habe das früher kaum bis gar nicht gemacht und habe es dann bewusst auch mal ein bisschen geübt. Und mir ist dabei direkt aufgefallen, das habe ich auch bei anderen beobachtet, dass man da manchmal in einen Reflex fällt, der diese Technik sogar nachteilhaft macht. Das heißt, so ein bisschen wie ein Rennradfahrer, der auf Asphalt fährt, der super viel Grip hat. Ich möchte euch das mal hier demonstrieren. Wenn man diese Technik anwendet, aber der Sattel klebt voll am äußeren Bein, dann steht das Rad extrem aufrecht und teilweise geht der Körper sehr tief rein und man kann wegrutschen. Ihr wisst natürlich, da gibt es auch kein Schwarz und Weiß oder richtig oder falsch. Das kann an verschiedenen Passagen sein, dass der Sattel mal hier ist, am äußeren inneren Bein. Das könnt ihr auf jeden Fall beobachten, auch bei Profifahrern. Also die Lösung, die ich für mich gefunden habe und was ich auch sonst bei Kurven mache, bei der Beinarbeit, ist, dass wenn ich diese Foot-Out, die Fuß-Raus-Technik verwende, mein äußeres Bein schön mit in die Kurve reindrehe, den Knieschoner am Oberrohr oder irgendwo am Rahmen so ein bisschen Druck aufbaue, dann kann ich nämlich wieder diesen Vorteil haben, dass mein Rad auch in der Schräglage ist und nicht komplett aufrecht steht, weil es halt am äußeren Bein klebt. Das sieht man manchmal. Leute machen das und nehmen den Fuß raus und das Rad geht gar nicht richtig schön mit in die Kurve. Da müsst ihr ein bisschen mit experimentieren. Das sind so meine Erfahrungen dazu. Also ein Aspekt, den ihr beachten müsst. Wenn ihr den Fuß rausnehmt, dann habt ihr den Punkt, dass natürlich das Pedal, wo der Fuß noch drauf ist, dass das ganz runter geht. Sprich, ihr wisst, die Bikes heute haben tiefere Tretlager als vor 10 Jahren. Man kommt ganz schnell mit dem unteren Pedal irgendwo auf. Das müsst ihr auf jeden Fall im Hinterkopf haben und schon den Blick scannen, weil wenn ein kleiner abgesägter Baumstumpf oder so ist und man bleibt hängen, geht sofort über den Lenker. Ich habe das jetzt mal versucht hier zu simulieren. Ich wusste ja hier, die Eisbrocken geben nach, dass ich mit dem Pedal da richtig reinhaue. Aber das ist im Wald halt oft anders. Das ist ein Nachteil dieser Technik, weswegen ich die auch nicht automatisieren würde, dass man die andauernd macht, weil man schnell mit dem Pedal aufklippen kann. Ja, ich bin mal gespannt. In den Kommentaren würde ich mir wünschen, dass ihr mal reinschreibt, was sind eure Erfahrungen mit dieser Beinraustechnik? Habt ihr euch die antrainiert? Kam die schon automatisch irgendwie intuitiv? Ja, vielleicht habe ich ja auch einen Punkt vergessen, den ihr gerne hinzufügen wollt. Ich bin mal ganz gespannt. Und wie gesagt, im Aufbauvideo mit einem Profi-Downhill-Racer können wir da auf jeden Fall noch ein paar Aspekte mit reinbringen, wie ihr das richtig effizient anwenden könnt. Ja, ich werde mich jetzt auf den Weg nach Gstaad machen. Das heißt, Zieleinlauf des Rennens. Morgen ist auch das Downhill-Rennen.
Nächsten Jahr ist das Rennen, denke ich mal, wieder. Das gibt es seit 5-6 Jahren. Wenn ihr mal Bock habt, richtig Snowbiken, Fatbiken zu gehen. Ja, und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann.